Bargeldverbot ab 2027, was Rentner beachten müssen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ab 2024 gibt es neue Bezahlregeln mit Bargeld. Wer sich an die neuen Regeln nicht hält, riskiert auf jeden Fall Strafe oder Buße. Die Europäische Union hat sich jetzt endlich oder nunmehr endlich auf eine neue Bargeldbezahlregel verständigt. Diese lautet, dass ab einem Zahlbetrag von 10.000 Euro Bargeldzahlungen im Grundsatz generell verboten sind. Wir wissen ja, in Deutschland ist die beliebteste Zahlart immer noch das Bargeld bezahlen. Die meisten Leute, auch ich bin davon betroffen oder ich mache das genauso, ich zahle liebend gerne mit Bargeld, mit Kreditkarte, mit PayPal und so weiter. Ja, auch ist ganz klar. Aber wenn es geht, hole ich mir am Kassenautomaten irgendwo Bargeld. Ich ziehe Bargeld und bezahle meine Rechnung gerne auch mit Bargeld. Ja, und das Bargeldverbot kommt 2027. Und da müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass also Zahlungen ab 10.000 Euro nicht mehr am Bar gezahlt werden dürfen. Dafür gibt es von dieser Regelung gibt es Ausnahmen für Privatpersonen, die von einer anderen Privatperson zum Beispiel ein Auto kaufen. Also es darf kein Autohändler sein oder ein Zwischenhändler sein oder irgendjemand gewerblich sein, sondern von Privat zu Privat. Da können Sie meinetwegen auch noch 50.000 Euro bezahlen. Aber grundsätzlich ist es so, dass hier entsprechende gewerbliche Leute von Ihnen kein Geld mehr in bar in Höhe von mehr als 10.000 Euro annehmen dürfen. In 3 Jahren ist es soweit, das ist ganz klar. Es ist so, dass die einzelnen Mitgliedstaaten der EU sogar noch andere, niedrigere Schwellwerte bestimmen dürfen. Das heißt also, es kann sein, dass möglicherweise zum Beispiel die Tschechoslowakei nur 8.000 Euro als zulässig erachtet und Polen dann 7.000 Euro und Griechenland 10.000 Euro. Ja, der Grund für die ganze Maßnahme ist der Kampf gegen die unerlaubte Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese europaweite Bezahlobergrenze wird 2027 eingeführt und alles, was darüber hinausgeht, ist dann im Grunde genommen nicht mehr erlaubt. Ich hatte ja schon gesagt, Privatkäufe oder privatfinanzierte Sachen von Privat zu Privat, da gibt es immer noch die entsprechenden Ausnahmen und Unterschiede. Aber meine Damen und Herren, mein Gefühl sagt mir, diese Grenze, diese Einführung dieser Grenze ist der Abgesang des Bargeldes. Wir werden in 20, 30 Jahren kein Bargeld mehr haben. Braucht dann keiner mehr. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass wir dann mit der Karte, mit der EC-Karte, mit der Kreditkarte meinetwegen dann kontaktlos über das Handy hier bezahlen können. Ja, es gibt immer noch viele Menschen, auch gerade auf den Dörfern, ältere Leute, die das eben nicht können. Die haben sich eben mit der neuen Technologie nicht angefreundet und die brauchen auch das Bargeld. Und deshalb ist für die Leute auch ganz wichtig, dass die immer noch Zugang zu Geldautomaten haben oder eben auch irgendwo sich Geld bar abheben können und holen können. Ja, so, das soll es gewesen sein. Also bitte keine Angst machen, es gibt kein generelles Bargeldverbot, aber ab 10.000 Euro ist ab 2027 Schluss mit lustig. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.